Willkommen zurück bei der Stoic Challenge Dark Souls 3 mit Philosophie und Spucke. Ich befinde mich hier unten in Irithyll Dungeon, das erkläre ich gleich warum. Es fehlt ein bisschen was jetzt in unserem Playthrough, weil ich beim letzten Mal die Grand Archives nochmal von oben bis unten durchsucht habe, nach Goodies, nach Ecken, die ich noch nicht gefunden hatte. Ich bin ein paar Mal vom Dach gefallen. Ich habe Gegner entdeckt, die da draußen auf dem Dach waren. Ich wusste auch, dass da irgendwie die Leiche von Greyjoy liegen soll. Das stellt sich heraus, dass das gar nicht stimmt. Dafür habe ich einige Gegenstände eingesammelt. Ich habe meinen Kopf immer wieder mal in Wachs getunkt. Das ist ja ästhetisch, also auch dadurch war das ganz schön, da nochmal zu sein, weil das ästhetisch natürlich eine super Idee ist, dass diese Archivare da also den ganzen Kopf in Wachs tunken und sich die magischen Archivare sich dann den Kopf sogar anzünden. Das ist alles sehr originell. Aber im Ganzen war das ergebnislos. Es ist nichts Interessantes bei rumgekommen. Ich habe ein paar mehr oder weniger nutzlose Gegenstände, ein paar Seelen eingesammelt, ein paar Titanite Lizards erledigt, aber ansonsten hat sich das nicht gelohnt. Erzählt habe ich auch nichts Interessantes und deswegen habe ich mich entschieden, die Folge zu streichen. Abgesehen von dem, was jetzt gerade zu sehen war, während ich geredet habe, fliegt ihr raus. Es ist eh schon genug Content hier produziert. Wie gesagt, wir befinden uns jetzt also hier am Fuße von Irithyll Dungeon. Da oben ist die Brücke, über die man ganz am Anfang kommt, wenn man mit den Jailern sich rumschlägt. Hier unten war dieser, hier liegen auch die Leichen noch rum, hier, oder müssten hier noch rumliegen, hier ist eine. Dieser Trupp von Jailern, die im Kreis gehen mit Laternen. Der Grund, warum wir jetzt hier sind, ist, dass ich hier einen Raum ziemlich sicher übersehen habe, beziehungsweise nicht bereinigt habe damals, und zwar den hier. Mal gucken. Also auf jeden Fall diese blauen Monster. Oh. Sind jetzt allerdings nach all dem Aufleveln keine große Gefahr mehr. Was ist das hier? Noch eins? Okay. Noch eins. Ja, alles unproblematisch, aber auch alles nicht das, wonach ich eigentlich suche. Ich weiß auch nur, dass es hier noch jemanden geben sollte eigentlich, den ich übersehen habe oder die ich übersehen habe. Aber ich weiß nicht genau, wo. Also, jetzt ist hier bald alles tot, was hier mal unterwegs war. Ich bin jetzt auch nicht sicher, ob ich richtig orientiert bin. Hier geht eine Treppe nach oben. Das wundert mich gerade ein bisschen. Vielleicht ist das die falsche Seite. Nee, das ist... Da wollen wir nachher hin, denn hier kriegen wir ja eine Vorschau auf diesen... Dieses Bauwerk da auf dem Berg, das man auch von Sullivans Bossraum aus natürlich sieht, wenn man rauskommt. Und hier waren ja die Nachrichten, die darauf hingedeutet haben, genau, dass man hier eine Gesture braucht. Die Gesture haben wir jetzt. Hier war ja irgendwas mit Drachen nach dem Consumed King. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass wenn wir die gleich da ausführen, dann werden wir da hingebracht. Aber vorher... Es kann natürlich auch sein, wir sind jetzt schon so weit fortgeschritten im Spiel. Das Ende ist ja schon in Sicht. Und ich kann auch hier schon mal ankündigen, ich bin eigentlich ziemlich entschlossen, auch den Download-Content noch zu machen. Denn das ist ja bei den Dark Souls-Spielen oft das Beste. Unter anderem ist das, glaube ich, so eine Mischkalkulation. Ich habe jetzt zum Beispiel hier Dark Souls 3 mir gebraucht, für ganz wenig Geld gekauft. Da hat der Hersteller jetzt gar nichts von. Und der Kniff ist dann natürlich, dass wenn sie den... Wenn ich jetzt den Download-Content kaufe, dann haben sie wenigstens noch ein bisschen Annahmen durch mich. Und deswegen geben sie sich da nochmal besonders Mühe. Und das Spiel an sich gefällt mir ästhetisch und vom Spielerischen her so gut, dass ich das ruhig noch ein bisschen verlängern kann. Ob ich da jetzt auch noch Videos zu drehe, muss ich mal sehen. Wahrscheinlich schon, weil was macht es für einen Unterschied? Es guckt ja eh keiner. Aber okay, hier geht's zur Profaned Capital. Ich bin jetzt ein bisschen irritiert. Hier sollte irgendwo eigentlich eine Sorceress
sich befinden. Wie gesagt, aber es kann natürlich sein, be wary of all deer, vielleicht ist die einfach nicht mehr da zu dieser Phase des Spiels, wenn man sie nicht schon abgeholt hat. Vielleicht haben wir uns das verbaut. Ich kann natürlich nochmal auf der anderen Seite gucken, aber da waren wir eigentlich. Wobei. Sehr, sehr dunkel hier überall, aber ich glaube, also hier kann sie eigentlich nicht drin sein. Hier war ja ein gekreuzigter drin. Ja. Was denn Quatsch? Ey! Wieso warst du denn nicht tot? Hier noch eine Zelle? Ah. There we go. Okay. Oh, there you are. I thought you'd all but forgotten me. How sweet. Good to know that a skinny little heretic can still turn heads. Aha. Sie tut so, als würde sie mich kennen und sie flirtet mit mir. Das Spiel war lang, aber ich kann mich an nichts dergleichen erinnern. Oh. You're not one of them, are you? Ah. Accept my apologies for Okay. mistaking you for one of those leeches. Alles klar. So, what business have you here? This is a land of monstrosities. And I am no exception. You're here to save me. Yes. But I'm guilty. A wretched child of the abyss. Aren't we all? Is that something you can forgive? Der Abyss ist doch gar nicht so schlimm. Oh, really? You are no ordinary man. Very well. No, I am a Besides, player I've grown tired of in prison. games. I am Carla. Carla. And I accept your proposal. Was für ein fancy Name. Fump, weg ist sie. Jetzt ist sie, glaube ich, in Firelink Shrine. Ich glaube, wir haben auch noch ein Zauberbuch, das wir ihr geben können. Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Aber das bedeutet, wir sind jetzt hier unten auch fertig. Zumindest soweit ich das überschauen kann. Irgendwann muss ich mir mal noch ein Walkthrough angucken und gucken, was ich alles übersehen habe. Aber jetzt gucken wir erstmal, ob wir die Gesture finden. Switch. So. Ups, ne. Ja. Let's do it. There we go. Okay, im Hauptspiel ist ja jetzt nur noch der Schluss. Ne, nicht der Schlussgegner, sondern der letzte der Lords of Cinder. Dieser Prinz im Schloss, den müssen wir gelegentlich auch noch erledigen. Und mir ist ein bisschen unklar, was genau die Funktion jetzt von diesem Bereich da oben ist, aber ich habe schon so ein bisschen, weil das jetzt auch so lang geht mit diesem Playthrough, ein bisschen Vorschau gesehen. So, während wir jetzt warten, ob dass wir abgeholt werden, mal ein bisschen vielleicht was Inhaltliches noch. Der Stoizismus und all das hat sich so ein bisschen erledigt. Für mich auch deswegen, weil ich mittlerweile, glaube ich, für mich selber auf jeden Fall das Handwerkszeug entwickelt habe, um mit diesen Rückschlägen, zumindest wenn ich selber jetzt nicht schon von vornherein gestresst bin, wenn ich anfange zu spielen, mit diesen Rückschlägen ganz gut klarzukommen. Und eben diese Methoden, über die ich ja immer wieder gesprochen habe, dieses Externalisieren der Hindernisse. Quatsch, umgekehrt, das Internalisieren der Hindernisse, also immer sich zu fragen, nicht was ist hier schief gelaufen, sondern was kann ich an meinem Verhalten verändern, was beim nächsten Mal eine bessere Chance gibt. Und alles andere gar nicht irgendwie emotional zu bewerten, sondern einfach zur Kenntnis zu nehmen. So, jetzt muss ich ein bisschen aufhören zu quatschen. Denn erstens ist das mal wieder eine sehr hübsche Umgebung hier. Ja, oben ist ein Gebäude. Und zweitens
gibt es ja vermutlich auch Feinde hier oben. Erstmal gibt es Seelen. Gut, und hier sind viele andere vor uns durchgekommen. Das ist auch ganz schön, dass hier diese Steinhäufchen sind. Das ist ja so eine Wanderertradition. Die machen wir schön alle kaputt. Denn darum geht es ja bei Videospielen, Sachen kaputt machen. Das weiß ja jeder. Oh, Sachen und Leute kaputt machen. Das ist so ein Pilgersmann. Okay, das gab jetzt ein Achievement. Die sieht man ja leider im Video nicht, aber es gab jetzt hier ein Achievement dafür, dass ich Arch Dragon Peak... Hör auf. Sei nicht so unhöflich, Schlangenmensch. Wir haben Arch Dragon Peak erreicht. So heißt der Bereich hier. So heißt das Areal. Eine große Brücke. Sieht jetzt doch aus der Nähe sieht es ein bisschen sehr anders aus als von dort unten. Jetzt gerade nicht ganz klar, wie wir hier orientiert sind, wo der Rest des Spiels sich abgespielt hat. Ich sehe jetzt hier, dass da. Ach, da ist es. Da ist das Schloss. Okay, hinter diesem. Macht Sinn. Da sind wir auch angekommen. Da sind die restlichen Level und sind wir hier auf einem Berg separat vom restlichen Spiel. Und wir werden mal sehen, was das für ein. Hoppala. Eieiei. Nein. Ist okay. Das war jetzt ein vergleichsweise doofe. Ein vergleichsweise dummer Tod. Die haben mich nur völlig aus der Kurve gehauen, weil die so einen sehr starken magischen Angriff auf so einen großen Abstand haben. Nicht das netteste Level-Design, einen unter Feuer zu stellen und dann die einzige Zuflucht zu einem bodenlosen Abgrund zu machen. Hier war dann noch einer. There you are. Let me kill you. Okay, dann gucken wir doch nochmal hier rüber, wenn wir schon mal da sind. Okay, das. Jo. Also dieses Loch wird ja wahrscheinlich wieder ein Shortcut sein, wo man irgendwann von oben runterkommt. Ach, komm mal an. Eieieiei. Massiv mangelndes Orientierungsvermögen. Klar, es ist dieselbe Stelle. Lalala. Ja, das wäre ein Thema, über das ich gerne auch nochmal ein bisschen sprechen würde, nämlich. Aha, die Folgen haben auch noch diese Feuerbälle. Eieiei. Nervt. Ja, noch einer, ist klar. Ist ganz klar. So, jetzt aber. Hör doch auf damit. Das bringt uns doch nicht weiter im Diskurs. Dieses Feuerhusten. So, das Interessante an Spielen, also einer der interessanten Aspekte an Spielen, nicht das Interessante, ich muss mal an der Art diese, ja, komischen absoluten Aussagen abtrainieren, ist, wie sie virtuelle Räume erzeugen. Das ist ja erstens mal rein neurophysiologisch oder neuropsychologisch oder wie auch immer
Okay, ist ein Shortcut. Kommen wir runter später. Ganz interessant, wie aus einem ja komplett zweidimensionalen Bild, nämlich dem aus meinem, auf meinem Fernseher, beziehungsweise dem auf eurem Wiedergabegerät, wenn ihr das gerade irgendwo als Video guckt, ein dreidimensionaler Raum wird. Das ist ganz gut untersucht und da spielen so Sachen eine Rolle wie, es gibt Structure from Motion, heißt das. Wenn ich hier mich drehe oder mich auch bewege, ich bewege mich nach vorne in dieser Welt und ich habe ja auch ein Feedback dazu, also ich löse das ja aus. Ich löse das jetzt nicht aus, indem ich einen Fuß von anderen setze, sondern ich löse das aus, indem ich den Stick nach vorne drücke, aber der Effekt ist derselbe. Ich führe eine Aktion aus mit meinen Händen. Dadurch bewege ich mich in dieser virtuellen Welt und diese Bewegung führt dann dazu, dass ich im Bild die Dinge differenziell bewegen. Okay, die drehen sich jetzt alle von mir weg. Natürlich trotzdem totschlagen. Sicher ist sicher. Lebt ja noch. Okay, die anderen lassen wir mal. Okay. Das bimmelt. Ja, also Structure from Motion bedeutet, wenn ich mich hier jetzt nach vorne bewege, wenn man sich diesen Torbogen hier anschaut, sieht man, dass die mir näheren Bereiche des Torbogens sich visuell auf dem Bild, im Bild, innerhalb des Bildes schneller, in dem Fall jetzt nach links und rechts, auseinander bewegen, als die weiter hinten gelegenen. Und daraus macht mein visuelles System eine 3D-Karte, was wo ist. Je nachdem, wie schnell sich das zur Seite bewegt, wenn ich mich darauf zubewege, muss es ja näher oder weiter entfernt sein. Denn das ist der Grund, der geometrische, mathematische Grund, warum sich das schneller zur Seite bewegt. Und das heißt, ich kann, ohne dass ich hier irgendein 3D eingebaut habe, allein aufgrund der Tatsache oder der Muster, in denen sich die Pixel bewegen, wenn ich das Bild drehe, wenn ich mich drehe, wenn ich mich bewege, eine dreidimensionale Struktur in diesem Bild erzeugen. Und das macht unser Gehirn auch automatisch. Und das Interessante daran ist, jetzt habe ich es schon wieder getan, dass das Interessante daran ist, ja. Bist du auf, mich hier runter zu werfen, du Schweinebacke. Dass man jetzt denken könnte, das ist so ein Mechanismus, der nur eine Rolle spielt. Na. Was soll denn das? Was war denn das jetzt? Das war ein kleiner Kamerafehler, glaube ich. Konnte die Kamera nicht weit genug Abstand von mir haben, obwohl wir uns auf einem freistehenden, auf der freistehenden Turmspitze befinden. Nun gut. Das ist, wie unsere Gehirne unsere räumliche Wahrnehmung auch in der wirklichen Welt erzeugen. Man könnte ja denken, das ist jetzt irgendwie so ein Trick, mit dem man aus zweidimensionalen Bildern dreidimensionale Raumeindrücke macht. Aber dieser Trick ist, was unser Gehirn die ganze Zeit macht. Was war das denn jetzt? Ist durch den durchgehauen? Oh, das war meine Seelen wieder. Vorher. Oh, shit. Oh, boy. Keine Lust, jetzt 90.000 Seelen zu verlieren, nur weil ich hier irgendwie Raumwahrnehmung erklären will. So weit kommt's noch. Nein. Jetzt. Boah, dieser... Okay, hier ist irgendwie Dragon Power im Gang. Oh, shit.
Ich werde nochmal sterben, ich sehe es schon. Ja. Okay. Es erfordert jetzt eine bisschen Konzentration, dass wir mal diesen überdimensionierten Drachenmenschen da platt machen. Es ist ja, da habe ich auch noch gar nicht viel drüber gesprochen, die Dark Souls-Spiele sind ja bekannt dafür, dass ihre Handlung selber sehr überschaubar ist. Das ist auch bei diesem Spiel jetzt wieder so gewesen. Am Anfang war die Anweisung, töte die Lords of Cinder. Warum auch immer, um wie im ersten Spiel das Feuer zu linken. Ich weiß gar nicht, wie sie das wohl übersetzt haben, das Feuer zu verbinden. Nee, Moment. Erstmal das hier. So, und jetzt. Oh shit. Also, das war jetzt ein bisschen unerfreulich. Und so wie ich das Spiel kenne, steht uns gleich bevor, dass wir mit mehreren von denen zu tun bekommen. Und dann wird's sehr unerfreulich. Wo bist du? Wo bist du hingegangen? Kleiner Drachenmensch. Ach, da drüben. Und das Ergebnis, zurück zum Laberthema, das Ergebnis dieser visuellen Tricks, es gibt ja noch mehr Tricks übrigens, ne? Also es gibt, ich habe jetzt nur Structure von Motion mal als Beispiel, einen von mehreren angeführt, aber wenn wir visuelle Wahrnehmung uns genau angucken, dann gibt es ja hier, kann man ja ganz, ganz viele Dinge in Aktion sehen, Perspektive zum Beispiel, das sind wir visuell gewohnt, das gibt es in der Natur jetzt nicht so viel. Perspektive beruht ja im Wesentlichen auf geometrisch aufeinander bezogenen Linien, gerne mal parallele oder rechtwinklig zueinander stehende Linien, die dann durch räumliche und Tiefeneffekte auf Fluchtpunkte zulaufen. Und diese Fluchtpunkte zu interpretieren, das hat unser visuelles System auch gelernt, obwohl die, wie gesagt, in der Natur gar nicht so häufig vorkommen. Okay, das sah aus wie eine Illusionsmauer, ist aber keine. Hier wird noch getapst. Mhm. Ah, was ist denn? Eieiei. Schon wieder hier so ein bisschen Lightning Clutch Ring. Also, wenn ich ein richtiger Spieler wäre, ich tue jetzt mal so, als wäre ich einer, würde ich natürlich immer, wenn ich sowas finde, direkt gucken, was kann das? Bei der Gelegenheit, für die, die der ganzen Sache auch inhaltlich ein bisschen folgen, ich habe einen Ring angelegt, der die Anzahl der Seelen, die bei jedem erschlagenen Gegner anfallen, erhöht. Aber wenn ich nur wüsste, in welcher... Hier, ja, den habe ich gerade an. Covetous Silver Serpent Ring. Der hatte das dann, genau, hier. Okay. Das ist alles sehr linear bislang. Mit so ein paar Seitenabzweigungen, wo man Sachen findet, aber... Ja. Keine komplizierten. Kein komplizierter Levelaufbau soweit. Mhm. So, und jetzt weiß ich leider schon, was hier die Pointe ist. Ich sag's direkt. Keine Lust, das jetzt zu spielen, wie ich das entdecke. Genau, hier kommt jetzt ein Drache. Und
Und den müssen wir gar nicht bekämpfen, sondern wir müssen zusehen, dass wir hier... Was ich nicht weiß, ist, ob das jetzt der richtige Weg ist. Eieieiei. Ah. Eieiei. Okay. Das, würde ich sagen, war knapp. Okay. Das ist auf jeden Fall ein Weg. Was ich weiß, ist, dass dieser Drache nicht bekämpfbar ist. Oder ich könnte es jetzt ausprobieren, aber ist auf jeden Fall nicht besiegbar durch direkten Kampf. Sondern wir müssen einen Weg finden, der uns über ihn bringt. Das ist doch ganz vielversprechend hier. Wir sind auf dem richtigen Weg. Zum Glück ist dieses Schwert auch mittlerweile ziemlich badass. So, also ich bin gerade unterbrochen worden bei den verschiedenen visuellen... Bei den verschiedenen visuellen Stimuli. Wir sehen hier zum Beispiel Verblauung. Das kann unser visuelles System auch benutzen. Dinge, die in größerer Entfernung sind, enthalten relativ mehr blaue Lichtanteile. Weil das blaue Licht... Ja. Vorsichtiger angehen lassen. Weil das am physikalischen Grund ist, auch derselbe Grund, aus dem der Himmel blau ist. Das blaue Licht wird von den Luftmolekülen stärker gestreut. Daran kann man dreidimensionale Entfernungen ganz gut beurteilen. Dann gibt es natürlich so ganz banale Sachen wie Dinge, die hintereinander sind, verdecken einander. Das benutzt alles unser visuelles System, um aus diesen zweidimensionalen Bildern eine dreidimensionale Repräsentation zu machen. Und in der müssen wir erst noch platt machen. Vielleicht müssen wir da sogar hin. Es kann sein, dass wir von da oben gleich runterspringen, um den Drachen zu erledigen. Was haben wir denn hier noch? Noch so an. Es hagelt Seelen, das ist ja schon mal ganz schön, solange wir sie jetzt nicht hier liegen lassen. Lightning Bolt ist wahrscheinlich ein Hinweis darauf, dass der Drache, wie alle Drachen in der Dark Souls Lore, glaube ich, gegen
Lightning empfindlich ist. Aber wir schaffen es hoffentlich auch so. Eieiei. Okay, jetzt haben wir hier einen Bossfog und eine Leiter. Das verwirrt mich. Punkt erreicht. Tja. Und das ist dann halt ein bisschen schade. Okay, das gab jetzt ein Achievement. Wahrscheinlich eben, weil das nicht für die Vollendung des Spiels selber... Okay, was ist jetzt passiert? Aha. Aha, aha. Ich würde eigentlich ganz gerne meine Seelen... eintauschen gegen irgendwas. Ich verstehe nicht ganz, was jetzt gerade passiert ist. Und warum hat es uns jetzt teleportiert? Statuen. Beten einen Drachen an. Ah! Shit. Ah, dieses Spiel. Manchmal. What? Kommt einer nach dem anderen, aha. Nicht so gut. Ich glaube, der wollte uns gerade hier runterwerfen. Das ist der Eingangsbereich da unten wieder. Ach so. Okay. Dann weiß ich jetzt, wo wir sind.
Im Verhältnis zu dem Teil, aus dem es uns gerade wegteleportiert hat. Zum Glück hat dieses Schwert wirklich ordentlich Wumms. Aber jetzt ist Estus alle. Ich meine, kein Grund, sich zu beschweren. Das ist ja auch noch nicht mal das Schlussareal, sondern ein Areal, das quasi hinter dem Schluss des eigentlichen Spiels liegt. Mhm. Viel Drachen sind. Hör auf. Nein, 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 nein. I don't want to. Lieber alles nochmal machen. Macht das vielleicht dieser Typ da oben? Dass da unten ein Ritter absteht? Okay, das dürfte der Shortcut sein, in den wir vorhin reingefallen sind. Wieder nach oben. Es geht voran. Also ich weiß, dass es hier noch einen, glaube ich, recht schweren Boss gibt. Und bevor wir den angehen, werde ich auf jeden Fall diese 240.000 Seelen in Schnaps umsetzen. Noch einer? Nee. Nee. Nein, wir fallen nur sehr langsam um. Okay. Ach doch, da ist ein Item. Nochmal ein Scare, gut. So, ich glaube, dann nähern wir uns hier jetzt auch allmählich. Habe? Frage 1, wo kommt der denn jetzt her? Frage 2, what the fuck? Also vielleicht ist es jetzt auch mal Zeit, wenn ich die Seelen gleich wieder habe, die auszugeben, bevor das noch ein böses Ende nimmt. Und das ging ja jetzt doch unerfreulich schnell mit dem Sterben. Himmel! Ah! Lag! Also. Ziemlich sicher, dass dieser Caster das macht. Ein Dragonkin Mausoleum sind wir da. Okay. Also, das ist ein bisschen langweilig. Ich kann das natürlich auch rausschneiden. Vielleicht schneide ich das raus. Und dann geht es gleich wieder oben weiter. Falls ich es nicht rausschneide, quatsche ich mal ein bisschen weiter. Ich will auf gar nichts großartig Tiefgründiges mit meinem visuell konstruierten Weltgerede raus. Ich möchte nur darauf raus, dass das, was das Spiel da macht, auch das ist, was die Welt mit uns macht. Wir kriegen visuellen Input und die Kunst des Spieledesigns in diese Engines, die da drunter liegen, die eine 3D-Welt simulieren, die versuchen ja, die visuellen
Stimuli der Welt möglichst gut nachzubauen. Ein Wicker. Sogar noch zwei. Nehmen wir dann noch. Strength ist jetzt eigentlich mal genug, würde ich denken. Vielleicht noch zwei Endurance. Ich glaube fast, das ist unnötig. Das war lieber so. Okay. Das dürfte die Sache entscheiden. Ich habe jetzt nichts Interessantes geredet, also wird es geschnitten. Und wir sind zurück auf Arch Dragon Peak. 230.000 Seelen ärmer und ein paar Level stärker. Als erstes mal diesen Magier hier wieder platt machen. So, das. Jetzt mal gucken, wo dieser Havel Artige herkam. Na. Ja, also ich bin schon wieder viel zu schnell mit dem Knopf drücken. Weil das alles wieder länger dauert, als ich erwarte, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier wieder ein Areal ist, in dem das problematisch ist mit der... Das ist auf jeden Fall deutlich spürbar. Lahm schon wieder. Jetzt bewusst zurückhalten mit dem. Das ist der Shortcut, genau. Mit dem schnellen Drücken. So, jetzt, wo bist du? Ist hier überhaupt einer? Ja, selbstverständlich. Komm. What? Seriously? Was ist das? Was? Ich verstehe gar nicht, was da vorgeht. Der trifft mich nicht, aber es staggert mich trotzdem. Gibt es hier erstmal 3000 Seelen für den Schlangenzauberer. So, Rittersmann. Wo bist du? What?
Ist doch nicht wahr. Was sind das für Stagger-Orgien hier? Hör auf! Gibt's doch nicht. Greift einfach nicht an. Ah, ich kämpfe schon wieder gegen die Technik. Ich merke es. Und da war doch vorhin auf der unteren Etage auch kein Problem. This is shit. Eure Technik ist shit. Das ist alles, wackelt alles wieder total. Ja, klar. Vier Zaubersprüche direkt hintereinander, ist klar. Why not? Okay, jetzt habe ich es verstanden. Total simpel, wenn man es verstanden hat. Bei dem ist das Geheimnis nicht blocken oder ausweichen, sondern zurückweichen und in seinen Angriff ausführen lassen. Aber Bimmel. Die Glocken haben was zu bedeuten. Die läuten hier regelmäßig, wenn wir einen Schritt nach vorwärts machen. Okay, jetzt haben wir hier den Bereich, aber wir haben natürlich auf der anderen Seite, jetzt gibt es doch zwei mögliche Wege. Be wary of left, dankeschön. I see. Ich glaube, da hätte eher der eine Nachricht be wary of right gebraucht. Zwei von euch. Einer von euch. Geh aim. Du nervst. Bums-Tee. Kaputt mach. Ups. Hört sich nicht gut an. Shit. Boah, die darf man echt nicht unterschätzen. Die können was. Ja, wir nähern uns, glaube ich, schon wieder der Schwelle der Folgendauer. Ich schneide ja in der Mitte ein bisschen was raus. Ein paar Minuten haben wir noch, aber geht ja auch die Aufnahme dann automatisch zu Ende, weil die Xbox das nicht verarbeiten kann. Ihr könnt mich mal... meine Sachen wieder haben. Das ist alles zu langsam. I don't know what the hell is going on.
Also, ich will nicht meckern, es ist schon wieder so ein großer. Kamera. Scheiße. Nein! Ah. Getötet von der Technik. Also, was ich gerade sagen wollte, als ich angefangen habe zu sagen, dass ich nicht meckern möchte, ist, dass ich gerne meckern möchte. So schön ich das Design hier oben finde, spielerisch ist das jetzt allmählich, wiederholt sich das. Also, um wie viele Ecken kann ich noch biegen und dieselben Gegner vorfinden? Das ist jetzt nicht spannend. Ah, da läuft einer. Exciting. Was? Ach so, der Stamina Management ist wahrscheinlich das halbe Geheimnis meiner Probleme hier. Ich merke immer nicht, wenn meine Stamina alle ist und dann macht er die Angriffe nicht, die ich ihm befehle. Wie kannst du das blocken, wenn du gestaggert bist? Bullshit. Hello. Erst möchte ich meine Seelen wieder. Hier sind ja auch noch diese zwei Arschgeigen. Genau. What the fuck? Das ist sehr, sehr inkonsistent, was hier klappt und was hier nicht klappt. I don't know. Ja, toll. Tipptopp, ja klar. Nee, sicherlich. Das ist doch... Gucken, ob wir dir auf den Kopf springen können. Ne, gibt nur Items. Thunder Stoneplate Ring. Oh. Da geht's doch. Mhm. Gut. Oh. Tschüss. That was rather satisfying. Okay, dann sind wir jetzt am Ende der Fahrt. Ne, sind wir nicht. Das sieht aber wackelig aus. Hilfe. Ich habe feuchte Hände. Albern, aber wahr. Oh, ich höre Titanite-Gebimmel. Give me it. Danke sehr. Dankeschön. Eliminating one at a time required ahead. Aha. Aha. Das ist aber einfach eine Kiste, sehe ich doch. Noch ein Scale. I don't understand. We should see. Hm.
Nein, du Schwein! Ach! Das war jetzt eine Doppelattacke. Katze hat beinahe ein Möbelstück umgeschmissen. Ich abgelenkt und dann hat die Steinschnecke ein übriges getan. Das ist jetzt ein bisschen lästig, weil das war jetzt ein Stück weit vom Bonfire und schon wieder 70.000 Seelen. Talala. Ein bisschen zweifelhaft, warum ich diese ganzen Items überhaupt einsammle. Ich benutze sie dann ja eh nicht. Diese extra Angriffe würde ich auch gerne mal verstehen, die ich da immer mache. Aua. Aua. Wirst du wohl. Warum bist du jetzt in die Richtung gesprungen, bitte? Wie? Bullshit. Da stimmt mit den Animationen irgendwas nicht. Die blocken in Situationen, in denen das überhaupt gar keinen Sinn macht, dass die gerade blocken. So, mal gucken, ob es jetzt klappt. Nee, tut es nicht. Das ist ja wohl nicht wahr. Da ist die Plunge Attack kaputt. Lalala. Interessant, dass man da nicht durchkommt. Egal. Man muss ja nicht immer alles umbringen. Okay, da ist die blöde Wanze. Ein bisschen drauf achten, von denen scheint es ja noch mehr zu hören. Da oben ist nur eine. Das Prinzip ist jetzt offensichtlich, mich hier runterwerfen. Oh, please. Kamera! What is this bullshit? Eieiei. Boah, wie lang knocken die mich denn aus? Boah, das ist ein Bullshit-Gegner aus der Hölle. Ich glaube, von euch habe ich schon gehört. Ich kann mich dunkel erinnern, lang bevor ich das Spiel auch nur daran gedacht habe, das zu spielen, habe ich davon gehört, dass es hier irgendwo so Steindinger gibt, die total nerven. Clearly, this is... gehst du wohl rein? Clearly, this is them. Okay. Kommst du jetzt wieder? Mhm. Mhm.
Ah, really? Zisch ab. Viel Health. Ups. Okay, das ist jetzt nicht ganz uninteressant. Aber ich glaube, ich habe ihn fast. Okay, der wirft was ab. Das nehme ich mal als Kompliment. Bullshit-Schnecken. Ah. Stagger, stagger, stagger. Holy shit, seid ihr nervig. Eieiei. Also wenn da jetzt nicht ein Bonfire dahinter ist, dann kriege ich aber schlechte Laune. Die sind extrem anstrengend. Das sind nochmal drei. Ah, come on! I don't understand. Was soll ich denn machen? Ist das ein Bullshit? Ausweichen geht nicht. Wir haben unfassbar viel Health. Und dann kann man sie auch staggern. So, einmal. Nicht runtergefallen. Okay. Dann halt so. Okay. Eine Bullshit-Schnecke ist übrig. Und dann wahrscheinlich noch drei hinter der Ecke. Man kann überhaupt nicht ausweichen. Scheißdreck. Schon wieder. Jetzt ist er mal gut. Das ist doch... Geh mal um so lange Nasenstupser, bis man tot ist. Bonfire? Fragezeichen. Shortcut? Fragezeichen. Hinterhalt? Fragezeichen. Ach, wahrscheinlich können wir nachher da oben die Tür aufmachen.
Nee, ne? Ja, fuck me. You are kidding me. What? Ach so, deswegen kann er so viele auf einmal, weil das dann. Okay. Dann will ich nichts gesagt haben. Oh mein Gott. This is very annoying. You are kidding me. Oh, okay. Der summoned die. Nein! Nein! Hör sofort auf mit der Scheiße! Oh, I need a bonfire. Badly. Beziehungsweise, wenn ich mich nicht sehr täusche, sind wir jetzt wahrscheinlich. Shit. Boy. Ah, Halleluja. Okay, ich hatte gehofft, dass wir das Areal vielleicht in einer Folge zu Ende kriegen. Das ist nicht der Fall. Arch Dragon Peak. Schätzungsweise vielleicht die Hälfte erledigt. Den Rest machen wir ein andermal. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.